Servus Freunde, herzlich willkommen im Stollshop. Und zwar ist das unsere Antwort auf die ganze Corona-Krise. Wir haben uns überlegt, wenn wir nicht für euch kochen dürfen, in unserem geliebten Stall, und wenn ihr nicht als Gäste zu uns kommen dürft, dann müsst ihr es halt die nächste Zeit selber machen. Und damit ihr das richtige Equipment, den richtigen Stuff, den richtigen Wein und vor allem das richtige Fleisch habt, haben wir kurzerhand entschieden, aus einer alten Garage eine Boutique zu machen, also einen Shop für Fleisch, Barbecue-Zubehör, Wein und alles, was zum Genießen dazugehört. Das zeige ich euch jetzt einmal. Follow me. So, wir sind in unserem Stollshop und hier drin haben wir alles, was man braucht. Beef, Barbecue und Wein. Wir haben Grills von Big Green Egg. Wir haben das ganze Grillzubehör von Big Green Egg. Wir haben Beefer, den einzig wahren Oberhitzegrill, den es überhaupt noch gibt. Wir haben Fleisch von unserem langjährigen Partner und mega guten Freund Otto Gourmet. Meine Leidenschaft für kalifornische Weine, die kennt ihr alle. Und deshalb haben wir hier alles aus Oregon, aus Sonoma County, aus Napa Valley von meiner lieben Freundin, von der Miriam Freislederer vom Weingarten Eden. Und auch aus Frankreich haben wir wirklich geilen Stoff aus dem Bordeaux vom Weinkantor kam, Martina Schirrer, die absolute Waffe, wenn es um richtig fette, geile Bordeaux geht. Hinter mir meine Lieblingswinzer, Horst Sauer, Felix Meyer, Christoph Hammel, Stahl. Dann haben wir natürlich Neverland Wines, wir haben Künstler, wir haben Schott, also wirklich die ganzen Weine, die man im Stall immer serviert kriegt, die ihr vom Kulinarik Festival kennt. Weiter geht's mit unserem Dry Aged Beef vom Schergengruber Ochs. Das beste Fleisch der Welt, tatsächlich. Dry Aged über 60 Tage. Hier mein schönes Freunde-Regal. Hier sind alle drin. Hier sind alle Lebensmittel drin, die wir immer verwenden beim Kochen. Hier ist der Ziegenmilch-Karamell von Michelbauer, von Wastelmeier. Hier ist von der Spiridula das Olivenöl, von Veronique Witzigmann die Fruchtaufstriche, von Heiko Antoniewicz die geilen, geilen Texturen. Ja, also wirklich alles, was ihr aus dem Stall kennt und alles, was wirklich echt geil ist. Ein bisschen Klamotten gibt es natürlich. Ne? Da wollt halt zusammen genau das, was momentan wirklich Phase ist. Kleine Unternehmen, die nicht aufgeben und die Bock haben, weiterzumachen. Und dafür brauchen wir euch. So, natürlich haben wir auch noch ein bisschen was zum Lesen, ein bisschen Kultur, ein bisschen was Gutes. Hier drüben haben wir unsere kleine Bücherecke. Ein Stefan Marquardt, ein Wolfgang Müller. Die dürfen genauso wenig fehlen wie ein Christoph Brandt oder auch das Buch von Biefer. Tja, absolute Fachliteratur von Heiko Antoniewicz. Ja. Also wirklich, wenn es um Fleisch geht, wenn es um Beef geht, haben wir alles am Start für euch. Geile Destillate von meinem Lieblingsbrenner, von Gerhard Liebler aus Bad Kötzing. Geiler Bavarian Single Malt Whisky. Hier haben wir noch ein bisschen die besten Gewürze überhaupt von Ingo Holland. Ja, es gibt keinen besseren. Und mir würde es mit Ingo Holland, also solltet ihr das genauso gut machen. Und ganz zum Schluss haben wir hier noch unsere kleine Signature-Ecke. Hier gibt es alles, was ihr aus dem Stall kennt. Unseren Espresso, unseren Wein, unsere Texturen, unseren Senf, unsere Barbecue-Soßen, unsere Messer und unser ganzes Equipment. Ja, was soll ich sagen? Schaut's vorbei. Jeden Freitag und nur freitags von 12 bis 18 Uhr Stollshop, The Beef Barbecue and Wine Boutique. Und ich sage euch noch was. Nächsten Freitag, am 22.05.2020, haben wir hier ein kleines Opening. Kommt vorbei, wir laden euch herzlich ein auf ein schönes Glas Gosset Champagner von Martina Schirrer und Wagyu Beef Brisket von unserem Stollteam zubereitet. Schaut's vorbei und unsere Message des Tages, fuck Corona.